Hallo allerseits. Heute zeige ich auch nochmal die Sounds, die verschiedenen Sounds, die ihr auf der Trommel spielen könnt. Ja. Einige von euch kennen sie schon, einige eben noch nicht. Und das kann doch auch eine gute Erfrischung sein. Ja. Also, wir fangen an mit den Basstönen. Die findet ihr in der Mitte der Trommel oder etwas neben der Mitte. Kommt auf an, wie stark das Fell gespannt ist. Ja. Und dabei hast du deine Hand flach, ja, aber nicht gebogen, nicht hart, sondern elastisch. Ja. Und der Schlag kommt mehr aus dem Arm heraus. Ja. Da ist das Handgelenk nicht ganz knochensteif, aber ihr spielt den Bass nicht aus der Hand. Das geht zu sehr aufs Handgelenk drauf. Du spielst ihn aus dem Arm raus. Und die Übung dabei ist natürlich die, dass deine Haupthand, bei mir ist es die rechte Hand, und deine Nebenhand den gleichen Klang machen. Ja? Du wirst sicherlich wissen, was ich meine, wenn du das probierst. Ja. Also, das sind die Bässe. Jetzt kommen wir zu den Höhen. Da nehmt ihr eure Hand und bei meiner Trommel, die ist, geht ihr bis hierher rein und die Höhen spielst du aus dem Handgelenk. Die Finger sind geschlossen. Bass. Und hier nimm doch einfach diesen Rhythmus, diese vier Schläge, das ist ein schöner Grundrhythmus, bei denen kannst du üben. Ja, diese Bässe und Höhen. Alright, der nächste Schlag ist am Rand mehr die singende Höhe. Klingt ganz anders. Ich mache mal drei verschiedene Töne. Bass, Höhe, singende Höhe. Diesen Rhythmus, diese sechs Schläge und wie gesagt, nochmal die Übung ist die, dass deine Schläge rechts und links, links und rechts gleich klingen. Alright, so jetzt haben wir diese Schläge. Bass, Höhe, singende Höhe. Jetzt haben wir offene und geschlossene Schläge. Offen heißt, der Ton klingt. Geschlossen heißt, der Ton wird abgebrochen. Der klingt nicht nach. Den geschlossenen Schlag gibt es bei den Bässen und auch bei den Höhen. Ja. Die Hand bleibt liegen. Das kann ich dir an diesem Beispiel, in diesem Rhythmus zeigen. Die Wippe mit vier Schlägen. Da haben wir einen offenen Bass, eine geschlossene Höhe, einen offenen Bass, eine offene Höhe. Das klingt dann so. Merkst du, mit so einfachen Mitteln, mit so einfachen kleinen Veränderungen, hast du schon einen neuen Rhythmus. Ja? Ohne diesen geschlossenen Schlag klingt es halt so. Geschlossen. Alright. So. Das sind die geschlossenen und die offenen Schläge. Und ich zeige euch noch ein, es gibt verschiedene Slaps. Ja. Und die haben verschiedene Namen. Manchmal Peitsche, Waschlappen, offener Slap, geschlossener Slap. Und ich zeige euch heute erstmal
Die Peitsche. Die Peitsche? Es klingt, ist auch wie eine Peitsche. Da schnallst du deine Hand gegen die Trommel, das hier unten, gegen die Trommel. Und die Finger sind locker. Die schnalzen einfach hinterher. Und so entsteht dieser peitschige Sound. Fetzt total, wenn man so trommelt. Und dann die Peitsche einbaut. Haben wir nochmal, was haben wir gehabt? Bässe, Höhen, singende Höhen, geschlossene Schläge, offene Schläge, Peitsche. Bei der Peitsche empfehle ich dir, lass dir Zeit, es ist. Das tut am Anfang weh, weil du es nicht gewöhnt bist. Ja. Lass dir da Zeit. Ja. Weil im Grunde ist es eine Sache von Schwung und nicht von Kraft. Und das musst du erstmal lernen, dass du da Schwung hast, ja, und nicht Kraft. Ja, die Kraft tut so weh, weil die Kraft passt da nicht rein. Ich spiele die Peitsche gerne von so, ja, die funktioniert so bei meiner Hand gut, geht auch, also so, von der Seite, kannst du auch von oben kommen, ist der Sound ein bisschen anders, ja. Meine Erfahrung ist die, wenn du die Peitsche in deine Hände dabei drehst und von oben kommst, ja, ist der Effekt der Peitsche viel schneller da und leichter, ja. Okay, so, das war's. Und wer es noch nicht weiß, ich bin Ingo Gutmann und es freut mich, dass wir uns so begegnen können und ja, hab's gut und demnächst zeige ich euch dann andere Slaps und andere, noch andere Schläge. Das sind so die Grundsounds auf der Djembe. Zum Schluss zeige ich dir noch einen Rhythmus mit den singenden Höhen, weil die singenden Höhen, mit denen kann man sehr schöne tranzige Musik machen. Ja. Also damit endet das Video. Ich wünsche noch einen wunderbaren ersten Advent.